Nun wird's Zeit. Für den Blick in die Welt sag einfach ja, denn es ist leichter zu verstehen, wenn sich Riesenräder drehen in den wolkenlosen Himmel und zurück. Ob Paris oder Berlin, New York City oder Wien, wir drehen uns durch die Zeiten und sind Teil vom Augenblick. Geheimnisvoller Poppenwald. Wenn man durch einen Poppenwald spazieren geht, dann kann es sein, dass man ziemlich argwöhnische andere Spaziergänger trifft, die einen dann fragen, was man hier so sucht und was man hier so macht. Ja, Hintergrund des Ganzen ist die Suche nach dem Bernsteinzimmer oder dem Hohenzollernschatz, ne, den ganzen Goldschätzen des deutschen Adels. 1997 wurde ein Privatdetektiv namens Dietmar B. Reimann auf den Fall angesetzt, sozusagen. Mir ist jetzt leider entfallen, wer den Privatdetektiv darauf angesetzt hat. Jedenfalls hat er 1997 angefangen zu recherchieren, der Herr Reimann. Und ist eben beim Poppenwald rausgekommen, bei dem Waldgebiet zwischen Bad Schlema und Hartenstein. Teile vom Poppenwald gehören heute zum europäischen Naturschutzgebiet und hauptsächlich stehen dort Eichen und Buchen rum. Ja, deshalb kann man auch sagen, das ist der Wald der Augen durch die ganzen Buchen. Der Eigentümer momentan ist die evangelisch-lutherische Nikolaikirchengemeinde Zwickau. Und wenn man jetzt fragt, wie denn der Poppenwald zu seinem Namen gekommen ist, da wird man auch keine so richtige Antwort bekommen. Es wurde vermutet, dass der Poppenwald vom englischen Wort Pope abgeleitet wurde. Ja, der Popenwald, der Papstwald sozusagen. Allerdings fand der Herr Reimann einen anderen Hinweis. Und zwar fand er den Karl Wilhelm Popp. Karl Wilhelm Popp war Oberforstmeister am Hofe der Fürsten von Sachsen, Coburg und Gotha. Und wer jetzt noch so zum Hause Sachsen, Coburg, Gotha gehört, das dürftet ihr ja alle wissen. Ich bin auch eher so durch Zufall an die ganze Story rangeraten. Und zwar hat ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, damals die Freie Presse, also unsere hiesige Regionalzeitung, ziemlich aufmerksam verfolgt. Und in der Freien Presse sind damals Artikel über die Bernsteinsuche und den Herrn Reimann veröffentlicht worden. Und auch der Ort, ne, wo man sich praktisch die Vorträge von dem Herrn Reimann anhören kann. Und dann bin ich halt eines Tages mal mit meinem Arbeitskollegen dahin gefahren und habe den Herrn Reimann persönlich getroffen bei einem seiner Vorträge, direkt vor Ort im Poppenwald. Soweit der Herr Reimann das recherchierte, war es 1854, als eine gewisse Familie Herder der Kirche den Poppenwald schenkte, damit praktisch der Wilhelm Popp die Tochter von der Familie Herder heiraten kann. Ein Nachfahre von diesem Karl Wilhelm Popp ist später der Chef der deutschen Abwehr im Zweiten Weltkrieg geworden. Und zwar war das der Admiral Wilhelm Canaris. Und auch eine gewisse Minna Mutschmann war mit dem Karl Wilhelm Popp verwandt. Und die Minna Mutschmann war die Frau von dem Nazi-Gauleiter Martin Mutschmann hier in Sachsen. Der wiederum ist verwandt mit dem Albert Popp, dem Standartenführer des Fliegerkorps Sachsen. Und Paul Enke, der damals Stasi-Chef gewesen ist, der mit der Suche des Bernsteinzimmers beauftragt wurde zu DDR-Zeiten, der hatte damals diesen Albert Popp auch schon in Verdacht, dass der irgendwas mit dem Bernsteinzimmer zu tun hat. Allerdings gibt es da noch eine andere Story. Und zwar wurde in dem Buch Rätselhafter Poppenwald von Mario Ulbrich geschrieben, dass diese Familie Herder einen Vorfahrer hatte, der Martin Römer gehießen hätte.
Und der hat den Wald angeblich schon 1478 von den benachbarten Schönburgern abgekauft. Komischerweise hat er dann direkt nach dem Kauf angeblich die Hälfte dieses Waldes an das St. Georgen Hospital in Zwickau geschenkt. Das belegen angeblich historische Dokumente. Und auf der anderen Hälfte des Waldes, da wollte er angeblich Silber abbauen, dieser Martin Römer. Doch irgendwie hat er dann mitbekommen, dass es da kein Silber gibt, angeblich, und hat dann das zweite Stück Wald für 320 Gulden auch noch an das Zwickauer Krankenhaus verkauft. Und seitdem ist dieses Waldstück dann eigentlich im Besitz der Domkirche von Zwickau. Aber wie genau das jetzt in den Besitz gekommen ist, das lässt sich heute nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen. Jedenfalls ist in frühen Aufzeichnungen da schon die Rede vom Poppenholz. Ja, 1478 wurde da angeblich schon vom Poppenholz geredet und das war noch lange vorm Karl Wilhelm Popp gewesen. Von daher, tja. Von März bis April 1945 wurde dieses Gebiet abgesperrt, komplett abgeriegelt. SS-Männer sind dort gesichtet worden und auch die Organisation TOT, die damals dafür bekannt war, unterirdische Bunkeranlagen oder sonst was für Dinger hinzustellen, waren da vor Ort gewesen. Und jetzt ist es ja auch kein Geheimnis, dass das Gebiet um Aue-Schwarzenberg herum 1945 unter Selbstverwaltung stand. Das war praktisch das Gebiet, wo die Alliierten davor Halt gemacht haben. Die russischen Besatzer haben davor Halt gemacht, die amerikanischen Besatzer haben auf der anderen Seite davor Halt gemacht und das Gebiet wurde nie besetzt. In der Zeit jedenfalls, wo es drauf ankam. Ganz Deutschland wurde besetzt, außer dieser kleine Flecken. Dieser kleine Flecken hatte irgendwie Sonderrechte gehabt. Soweit so schön. Nachdem die Deutschen das Gebiet dort praktisch bis 1945 unter ihren Fittichen hatten, kamen ja dann die Russen und besetzten dann das Gebiet dort und begannen angeblich mit Uranbergbau. Jetzt gibt es noch eine interessante Story, was auch aus dem Buch Rätselhafter Poppenwald von Mario Ulbricht entstammt. Und zwar soll es damals eine gewisse Christine Müller gegeben haben. 1945 war die angeblich 17 Jahre alt und soll damals schon mit den Soldaten rumgehangen haben. Soll damals praktisch schon da ein- und ausgegangen sein. Und als die Russen dann kamen, 1952, war die Christine Müller dann 24 Jahre alt und war wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, immer noch dort zugange. Denn sie wurde dann ermordet dort gefunden. Tja, es wurde vermutet, dass sie mit den Soldaten irgendwas gehabt haben soll und irgendwelche Geheimnisse da gewusst haben soll. Sie soll auch sehr intelligent gewesen sein. Also mit 24 Jahren konnte sie schon dann fließend Russisch und ist als Dolmetscherin bei den Russen praktisch aktiv gewesen. Ja, wie gesagt, am 5. März 1952 ist sie dann ermordet gefunden worden mit einem Haufen Dreck im Mund, was eigentlich darauf hindeutet, dass sie als Verräter umgebracht wurde. Ja, heute gibt es immer noch einen Mann, der jedes Jahr dahin fährt und Blumen niederlegt, der sie wohl damals gekannt haben soll. Aber welche Geheimnisse sie da jetzt hatte, das konnte danach niemand mehr erfahren. Jetzt kam es mir sowieso schon etwas komisch vor, dass in der Presse, in der Öffentlichkeit praktisch um dieses Gebiet geworben wird, wo der größte Schatz der ganzen Welt liegen soll. Ich meine, das ist ja eigentlich selten dämlich, wenn da wirklich was zu sein hat. Es sei denn, an der Stelle geht irgendwas ab, was die Bevölkerung wissen muss. Gewisse Rituale können dann nur abgehalten werden, wenn der ganze Schwarm informiert wird. Und ich vermutete da schon irgendwas in dieser Richtung.
Jedenfalls hat Herr Reimann in diesem Poppenwald immer in ganz bestimmten Richtungen gesucht. Er hat immer im Südosten gesucht des Waldes, hat aber nie im Nordwesten geschaut. Es ging dann so weit, dass schweres Bohrgerät anrückte, um praktisch zu beweisen, dass es an der vermuteten Stelle Hohlräume gibt. Und dieser Ort wurde vom Herrn Reimann an der Stelle vermutet, wo 1952 ein Wasserturm hingebaut worden ist, in diesem Poppenwald. Und das Komische dabei war es gewesen, an dem Tag, als die Bohrung stattfand, wurden Hohlräume gefunden. Es wurden Steine in das Bohrloch fallen gelassen. Man hat ganz lange nichts gehört, bis es dann irgendwann aufgeschlagen hat. Und tags drauf staunte man dann nicht schlecht, weil das ganze Bohrloch auf einmal mit Wasser voll stand. Also über Nacht hat sich praktisch dieser Hohlraum, der da angebohrt worden ist, komplett mit Wasser verfüllt. Und an der Stelle wurde dann abgebrochen. Wurde gesagt, ja, jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt ist es hier vorbei. Das war ungefähr im Jahr 2010. Das war auch das Jahr gewesen, als Herr Reimann sein letztes Buch schrieb. Das Buch hieß Des Kaisers neue Krone. Es ist momentan online verfügbar. Ihr könnt es euch anschauen. Ihr könnt es lesen, wenn ihr möchtet. Und die ganzen Verstrickungen in die aktuelle Welt studieren. Aber das sind ganz schön, die kennt ihr alle, die Namen. Sagen wir es mal so. Ich habe gehört, dass seine Frau, also Dietmar B. Reimanns Frau, sich gewünscht hat, dass dieses Buch nie veröffentlicht worden wäre. Und ja, das sagt schon etwas über die Brisanz dieses Büchleins aus. 2011 ist Herr Reimann dann gestorben. Er hat dann Wasser im Bauch oder in den Knien bekommen. Ich weiß nicht mehr genau so richtig, wie es gewesen ist, an was er dann im Endeffekt gestorben ist. Aber im Krankenhaus hat ihn dann 2011 das Zeitliche gesegnet. Ja, man kann jetzt nur mutmaßen darüber, ob er irgendwas überhaupt nicht verstanden hat nach seinen ganzen Recherchen. Das muss ja alles irgendwie Sinn machen. Und wenn es da an einem gewissen Punkt absolut keinen Sinn macht und man sich dumm und dämlich sucht, dann kann es schon passieren, dass man Wassereinlagerungen bekommt. Nach germanischer Heilkunde, so wie ich das recherchieren konnte. Aber über andere Leute irgendwelche Diagnosen stellen, sollte man absolut nicht machen. Das war halt jetzt nur mal eine Vermutung. Und ja, wie es im Endeffekt wirklich war, weiß nur er selber und seine Nahestehenden rundherum. Jedenfalls konnte Herr Reimann es dann nicht mehr miterleben, wie der Wasserturm abgebaut worden ist. Und unten drunter ist ja vermutet worden, dass ein Eingang zu diesem Höhlensystem sein soll. Was dann angeblich aber nicht gefunden wurde. Heute ist an der Stelle, wo dieser Wasserturm stand, ein riesengroßer, runder, mit Schotter aufgefüllter Platz. Ja, man denkt da als erstes sofort an eine UFO-Landestation, wenn man da vorbeikommt und nicht gerade an einen Holzumschlagplatz, wie es oft so in Wäldern angelegt wird. Und auch sonst sind in der Zeit noch mehrere solcher großen, runden Ebenen mit Kiesel aufgefüllten Plätze entstanden, wo wir bis jetzt auch noch nicht rausgefunden haben, warum, wieso, weshalb. Und auch auf der Seite hier, genau wie im Poppenwald, ein Rondell angelegt. Für was auch immer. Tja, aber ein rundes, großes Ding könnte hier schön landen. Ja, wen die ganzen Details und Namen und Verstrickungen interessieren, den empfehle ich mal das Buch Rätselhafter Poppenwald von Mario Ulbrich. Aber darum soll es mir jetzt erstmal nicht mehr gehen. Das könnt ihr selber nachlesen. Was ihr aber nicht nachlesen könnt, ist jetzt die Erfahrung, die
die ich dazu bezüglich gemacht habe, oder besser gesagt wir. Eines Tages hat ja die Bild-Zeitung mal wieder so eine Schlagzeile rausgebracht, dass das Nazi-Gold jetzt in irgendeinem Zug in Polen vermutet wurde. Ja, und da habe ich mal so ein bisschen die Bahnstrecke verfolgt, wo der Zug denn auch lang kommen könnte, und kam eben an diesem Bahnhof Bad Schlema raus. Also theoretisch hätte der Zug da in Bad Schlema starten können und wäre da nach Polen weiter gefahren. Ja, in dem Zusammenhang habe ich da damals meine bis dahin gemachten Erfahrungen veröffentlicht in einem kurzen YouTube-Video. Und das war auch mein erstes YouTube-Video, was ich nicht monetarisieren durfte, obwohl ich keine urheberrechtsgeschützte Musik mit reingenommen hat, nur aufgrund des Themas. Ich habe vorher über alle möglichen Themen habe ich YouTube-Videos gemacht, aber bei diesem Thema Nazi-Gold hat YouTube entschieden, dass es nicht werbefreundlich wäre und kein Schwein Geld dafür bezahlen würde, da Werbung dazu zu schalten sozusagen. Naja, mir war es egal, ich wollte nur, dass die Info rausgeht, weil ich es nicht mit mir rumtragen will. Das frisst man dann irgendwann in sich hinein und das möchte ich mir auch sparen, und auch aus diesem Grunde mache ich jetzt dieses Video hier. Mich brennt, die Info rauszuhauen, weil sonst, denke ich, wird meine Schilddrüse sich dann irgendwann mal melden. Nachdem ich das Video jedenfalls hochgeladen hatte, meldete sich ein älterer Herr aus dem Süden Deutschlands, der auch schon den Herrn Reimann bei seinen Vorträgen begleitete. Es stellte sich dann raus, dass er den Herrn Reimann praktisch bis zu dem Tag begleitete, als ich kam. An dem Tag hat er ihn dann nicht mehr begleitet, den Herrn Reimann, aber ich habe praktisch übernommen und habe ab da an die ganzen Vorträge mitgemacht. Wir haben uns praktisch unabgesprochen ergänzt und haben uns jetzt dann erst kennengelernt. Zufällig war noch ein Kumpel mit anwesend, als der Kollege aus dem Süden Deutschlands mich da eben fand. Und als wir spontan ausmachten, dass wir uns den Poppenwald nochmal von der Nähe her angucken wollten, habe ich meinen Kumpel, der da gerade zufällig bei mir hier mit gewesen ist, auch mitgenommen. Der hatte da nichts gerade Besseres zu tun und hatte von dem ganzen Thema eigentlich absolut keine Ahnung. War überhaupt gar nichts. Wir haben ihm einfach nur gesagt, komm, wir machen jetzt mal eine kleine Schnitzeljagd, mal gucken, wie gut wir sind. So, wir sind dann jedenfalls dahin gefahren. Gestartet haben wir also immer... Am Wilhelmsfelsen beginnt es wieder. Und wir werden schon wieder, ich weiß nicht, werden wir erwartet? Und es war schon komisch, die Zeichen, die da um uns rum gewesen sind. Erstmal war der Wald an dem Tag gesperrt wegen einer angeblichen Treibjagd. Also wir hätten da gar nicht reingedurft. Wir hätten erschossen werden können, wenn wir da für wild gehalten worden wären. Naja. Nichtsdestotrotz sind wir dann jedenfalls losgestiefelt. Und zwar haben wir an dem Punkt dann die Suche begonnen, wo der Herr Reimann aufgehört hat mit Suchen. Und zwar am Wasserturm. Also sind wir an die Stelle hingegangen. Vor dem Wasserturm, also vor diesem Platz, wo dieser Wasserturm drauf stand, ist eine wunderschöne, verknöcherte, alte Buche, wo kein Schwein so richtig weiß, wie die so gewachsen ist. Jedenfalls in den obersten Wipfeln waren noch alte russische Einritzungen gewesen. Und auch sonst sind diese ganzen Bäume dort rundherum mit Zeichen versehen. Aha. Also, die Buchen mit den Zeichen hören nicht auf. Es geht immer noch in diese Richtung hier. HF. Hochfrequenz oder was? 1945. Könnte auch ein Pfeil sein. Ob es rundherum noch weitergeht hier.
Und mein junger Kumpel, dem haben wir dann gesagt, so, wir suchen jetzt hier einen Schatz und wir müssen auf Zeichen achten. Und die Zeichen sind an den Bäumen eingeritzt. Ne, wir haben natürlich vorher schon ganz viel über die Zeichen gehört und gelesen und waren irgendwie total verbildet, kann man sagen. Aber mein junger Kumpel, der hatte vorher da überhaupt noch nichts drüber gelesen oder gehört gehabt und konnte sich komplett reinen Geistes sich mal die Zeichen angucken und hat auch gleich ein super Zeichen gefunden in einer Höhe des Baumes, wo man sagen könnte, jo, das war 1945 in ungefähr der Höhe, wo man als normaler Mensch Einritzungen machen konnte. Und es war ein Pfeil. Es war ein Pfeil und der Pfeil zeigte genau in die Richtung, wo Herr Reimann nie gesucht hatte in dem Poppenwald. Und genau in die Richtung stiefelten wir dann los. Bevor wir allerdings losstiefelten in die Richtung der Pfeile, haben wir uns nochmal die Pingen genau angeschaut. Pingen sind angeblich kleine Belüftungsschächte, die bei Bergwerksstollen angelegt werden, damit eben die Frischluftzufuhr da drinnen funktioniert. Und ne, dieser alte Kollege da aus dem Süden Deutschlands, der vorher bei den Vorträgen vom Herrn Reimann immer mit dabei gewesen ist, konnte sich daran erinnern, dass er einen alten Mann beobachtete, wo davon ausgegangen wurde, dass es der alte Herr Köhler gewesen sein soll. Also über 80-jähriger Mann, der mit dem Zug von Zwickau eben in diesen Poppenwald ab und zu am Wochenende gefahren ist. Und er wurde öfters dabei beobachtet, wie er mit seinem Stock gewisse Steine umdrehte. Ja, und da ist jetzt vermutet worden, dass es jemand gewesen ist, der den Auftrag hatte, diese Pingen offen zu halten. Ne? Dass praktisch diese Belüftungen in diesen Stollenschächten nach wie vor aufrecht gehalten werden kann. So eine Pinge wollten wir jetzt finden, sind praktisch rumgelaufen und sind auch ziemlich schnell fündig geworden, konnten aber nicht weit reinschauen. Ne? Wir waren uns nicht richtig sicher, war es eine Pinge, war es keine Pinge gewesen. Das war für uns praktisch das erste Zeichen, was wir als Beweis haben wollten, dass dort Bergwerksschächte sind. Also was haben wir gemacht? Sind losgefahren in den nächsten Baumarkt, haben uns so eine Endoskopkamera gekauft und haben dann mit der Endoskopkamera so weit reingefilmt, wie es ging und haben eigentlich ziemlich sicher festgestellt, dass es eine Pinge sein muss, dass es so ein Belüftungsschacht ist. Also hatten wir unsere erste persönliche Bestätigung, dass höchstwahrscheinlich was dran ist, dass da nach wie vor ein 80-jähriger Mann im Auftrag von irgendwem rumläuft und die Pingen kontrolliert, dass die noch funktionieren. Ja, wir sind dann jedenfalls gestartet Richtung der Pfeile. Die ganze Zeit wurde nach dem Originaleingang gesucht von diesem Bergwerkstollen. Und es wurde erzählt, dass riesengroße Kisten da reingetragen worden sind. Und die riesengroßen Kisten können ja nicht einfach durch irgendein kleines Loch dort in der Erde reingeschafft worden. Also es muss schon ein großer Eingang gewesen sein, wo auch mit LKW rangefahren werden konnte. Ja, und als wir dann weiterstiefelten und weiterstiefelten, sind wir dann auf einmal an eine Straße gekommen, ne, die genau da an der Stelle des Waldes eine bemerkenswerte Biegung macht, sagen wir es mal so. Und genau an dieser Biegung haben wir Ziegelsteine im Erdhaufen gefunden. Und als wir uns den Erdhaufen mal angeguckt haben, und es sah so aus, als ob an der Stelle was zugeschüttet wurde. Also waren wir uns ziemlich sicher, hier war wahrscheinlich der Eingang gewesen, wo sie mit den LKWs angefahren sind und die Täfelungen da reingebracht haben. Auf der anderen Seite war es so offensichtlich, dass wir uns jetzt kaum vorstellen konnten, dass das vorher niemand bemerkt hat. Na? Was uns noch auffiel, war eine Wassertreppe. Also war ein Fluss, ne, der begradigt wurde. Und den Berg hinunter zu wurde dann wie so eine Art Wassertreppe gebaut. Da kommen immer große Schwaps und dann kommt mal wieder nichts. Und dann kommt wieder ein großer Schwaps. Wie so eine Atmung. Das ist echt krass. Ja, wo das Wasser dann immer schön treppenmäßig hinunterfloss. Die Wassertreppe sind wir am Rand entlang Richtung Tal gelaufen
Und kurz unterhalb, also kurz bevor das dann ins Tal ging, fanden wir im Wald einen riesengroßen Stein. Krass. Moment, ich komme gleich. Echt jetzt? Also hier hat irgendjemand vor Jahren... Warte mal. Ja, warte. Ich muss es erstmal von unten angucken hier. Okay. Also hier ist ein riesengroßer Felsen. Hier hingestellt worden und mit einem Stahlseil das verknotet worden. Ne? Und so wie das hier aussieht, na, ich gebe nochmal 4 Jahre. Also länger als 4 Jahre ist das hier nicht, wenn der Baum erst vor 4 Jahren hier reingemacht ist. Das sah schon ganz komisch aus. Also da, spätestens da kamen wir uns vor wie bei Indiana Jones. Ne? Wir haben dann gesehen, wenn man den Stein kappen würde, praktisch das Drahtseil durchschneiden würde, dann würde er direkt in diese Wassertreppe rollen. Wenn jetzt irgend so ein Boden dieser Wassertreppe hohl sein sollte, könnte es sein, dass dieses Teil dann durchgeschlagen wird und das ganze Wasser dann unterirdisch in irgendeinen Raum läuft, wo es dann reinlaufen soll, wenn dann mal der Tag ist, wo der Stein gekappt werden sollte. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ja, und dann, wenn man da weitergeht, kommt man dann irgendwann ins Wismutgebiet. Also rundherum ist die Wismut da nach wie vor noch aktiv. Riesengroße Abraumhalden sind dort entstanden, riesengroße Pyramiden. Und das Gebiet wird nach wie vor dort gut bewacht. Also als wir dort rumgelaufen sind, sind uns mehrfach Securities von der Wismut entgegengekommen und haben uns höchstwahrscheinlich beobachtet. Eine andere Besonderheit an der Stelle ist der Jakobsweg. Auch durch dieses Waldgebiet oder an angrenzende Waldgebiete führt der Jakobsweg entlang. Und auch ein Naturschutzgebiet ist ganz in der Nähe, was wir uns dann mal näher angeschaut haben. Ne, mein junger Kumpel, der da praktisch vorher nie irgendwas davon gehört hat, den hat es da drüben wie geflasht, kann man sagen. Also den hat es da wie in eine Geschichte reingezogen. Ne, der hat da von irgendwoher Informationen eingetrichtert bekommen. Wir sind dann eigentlich nur noch ihm gefolgt. Ne, das war echt verblüffend. Er hat dann gemeint, wir müssen in die und die Richtung. Dann sind wir 5 Kilometer in die Richtung gelaufen. Und da war dann wirklich was gewesen. Ja, was hier gewesen ist, wo uns da das erste Mal hingeführt hat, war ein Naturschutzgebiet. War ein Naturschutzgebiet, wo der Jakobsweg durchgeführt ist. Ne, und dann sind wir langgelaufen. Und 1-2 Tage vorher war ein großes Unwetter dort in der Gegend gewesen. Und auf einmal fanden wir freigespülte Bergwerkseingänge. Also jetzt, gestern war der Tag, wo übelst ein Gewitterschauer kam und es hier auch in anderen Ortschaften ganze Sachen weggespült hat. Und ausgerechnet jetzt hat es den hierher geführt, ein frisch freigespültes Eingangsloch in den Stollen. Okay, da vorne ging es rein. Und jetzt, mal gucken, die hat von der Tür geträumt. Hier tropft es überall. Hä? Okay, hier haben wir die Tür. Aha. Wo geht's weiter? Noch weiter. Okay. Uiuiui. Das sieht ja heftig aus hier. Wie im Kernkraftwerk Unterweser. Ja, wo ist er denn hin? Krass, krass. Der Weg wird gar nicht aufpassen. Der geht immer weiter, wa? Krass. Okay, ja, dann würde ich sagen... Aber wir gehen mal bitte noch ein Stück zusammen. Ja, hier vorne sieht ja alles safe aus, dass von oben nichts runterkommen kann, ne? Genau. Das liegt auch schon länger hier, siehst du. Ja, genau. Aber das sieht auch so aus, als ob schon Leute drauf rumgelaufen sind, ne? Wir sind nicht die Ersten, die hier langlaufen. Hab ich schon vor langer Zeit gelaufen. Das könnte sein, ja. Das siehst du. Also mal auf solche Zeichen achten. Oh. Mal wie die Steine, wie lange hier schon liegen.
Ja, aber hier ist überall platt getreten. Guck, hier ist ein Fußspur und da bist du nicht drauf rumgetreten. Nee. Sind das nicht meine? Nee. Okay. Krass, krass, krass. Vorsicht. So, ich tue jetzt auch mal die Kamera. Wir sind nur mal kurz reingegangen. Lange konnte der noch nicht offen sein, weil normalerweise ist rundherum alles zugemacht worden, ne, dass keine Kinder oder Jugendliche da irgendwie das als zum Spielen benutzen. Also hat man schon echt Glück gehabt, dass da so ein Eingang freigespielt wurde. Ne? Und mir natürlich total aufgeregt mit Herzklopfen da reingegangen. Wir sind nicht weit gelaufen an dem Tag, es war ja helllichter Tag. Wir sind dann wieder umgekehrt und haben uns gesagt, dass wir mitten in der Nacht nochmal da reingehen wollen und bis zum Ende des Stollens vordringen wollen. Wir haben uns schon so ausgemalt, ach du meine Güte, was ist denn, wenn wir jetzt vor dem riesen Hohenzollernschatz stehen und solche Sachen. Wir sind dann in der Nacht praktisch nochmal hin, sind dann bis ans Ende dieses Bergwerkstollens gelaufen. Okay, das ist das Ende der Fahnenstange nach einer Viertelstunde Marsch. Ist hier leider alles verschüttet. Viertelstunde sind wir gelaufen? Ja, naja, gut vor 9 Minuten. 9 Minuten sind wir gelaufen. Ja, das passt auch von der Zeit her. Früher als um 4. Aber heute sind wir eh alle Knülle. Und der Stollen, der kommt echt demnächst komplett runter. Ja. Ja, kleines Zeitfenster. Ja. Okay, dann Rückreise, oder? Rückreise. Okay, bis später. Was höchstwahrscheinlich dann von den Russen weiter betrieben wurde und sind dann in der Sackgasse gelandet. Also der Stollen ist gesprengt worden. Da kamen wir nicht weiter. Ah! Tja. Da hat uns zu Hause hingeführt, also mich jedenfalls. Wir sind des Öfteren dann dahin gefahren und haben ein bisschen rumgesucht. Ne? Und nach getaner Arbeit sind wir dann immer in das Romantikhotel gegangen, was dort ganz in der Nähe ist, wo auch Herr Reimann seine Vorträge immer abgehalten hat. Das ist Deutschlands berühmtestes oder größtes oder schönstes Romantikhotel, was es dort gibt. Und auch da gibt es Leute, die Bescheid wissen. Zumindest gehen wir ganz stark davon aus, dass es dort Leute gibt, die Bescheid wissen. Ja, so ganz offen kann man da mit niemandem so richtig drüber reden. Aber wenn man dann schon jemanden trifft, dann merkt man, dass diejenigen einem nicht alles erzählen, was sie wissen. Ja, was wir da wahrscheinlich manchmal auch nicht getan haben. Aber man hätte uns ja noch fragen müssen. Naja. Fassen wir also nochmal zusammen. Der Dietmar B. Reimann recherchierte, dass dieses Gebiet einem gewissen Karl Wilhelm Popp zugeschrieben wird. Woraufhin dann diese ganze Verwandtschaftskette zu Canaris und den anderen Verstrickten eben passiert. Wenn man jetzt selber aber durch den Wald läuft, da findet man ziemlich schnell einen Gedenkstein, wo drauf steht, dass ein gewisser Paul Lorenz maßgeblich für die Gestaltung dieses Waldstückes verantwortlich gewesen ist. Wenn man sich den Waldbestand jetzt anschaut, was dieser Paul Lorenz da jetzt hinterlassen hat, dann kann man schon ganz schön große Augen machen, wenn man sich da ein klein bisschen mit Botanik, Flora und Fauna auskennt. Ich bin auch nur auf den Trichter gekommen, weil ich mich damals mit dem Eichelbrot-Thema beschäftigt habe. Und die ersten Eichen, die wir dafür verwendeten, waren amerikanische Spitzeichen, die zufälligerweise hier in unserer Stadt an einigen Straßen rumstehen. Ja, so bin ich auf die Recherche gekommen, dass es hier unterschiedliche Eichenarten in Deutschland gibt. Und bei weiterer Recherche stand da im Internet, dass angeblich nur 0,5% der ganzen Eichenbestände Deutschlands amerikanische Spitzeichen sein sollen. Also 0,5% aller Eichen, die die Wälder hier beherbergen, sollen
von Amerika eingeschleuste andere Eichen sein. Und dieser ganze Wald, der ganze Poppenwald, ist jetzt voll mit den Dingern. Also ich glaube, ich habe da keine einzige Stieleiche gefunden. Alles nur amerikanische Spitzeichen und Buchen hauptsächlich. Habe ich schon ziemlich bemerkenswert gefunden. Also Eichelbrot kann man auch aus amerikanischen Spitzeichen machen. Ne? Nur mal so nebenbei. Jedenfalls gibt es einen Haufen Fragen zu diesem Gebiet. Warum zum Beispiel läuft es am Silberbach entlang? Gibt es da nicht irgendwie einen Film, der heißt Der Schatz am Silbersee? Der Schatz am Silberbach wäre wohl ein bisschen auffällig gewesen, oder? Und dann das nächste Ding. Schacht 371. Europas tiefstes gebuddeltes Loch damals. 1,8 Kilometer tief. Nach der Wende in den 90er Jahren ist da oben ein riesen Sektkrügen draufgekommen. Aus Beton. Ziemlich einmalig eigentlich. Alles in dem Gebiet dort. Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber nach diesen ganzen Sachen, die jetzt so hier in der Verschwörungsküche rumkursieren, könnte es schon naheliegen, dass gewisse Lebewesen, die vielleicht da unten leben, dieses Gold brauchen für irgendwas. Ja, dass es da vielleicht irgendwelche Geschäftsbeziehungen schon Jahrhunderte oder Jahrtausende gegeben hat zwischen irgendwelchen Schöpfervertretern hier auf Erden. Komisch, dass dieser zentrale Oszillationstorus Gott als Schöpfer bezeichnet wird, hat ja Mario Prass rausgehauen. Das ist bei mir hängen geblieben. Er sagt ja selbst, er müsste eigentlich Schaffer heißen, ne, wenn er hier alles erschafft und am Leben hält und nicht Schöpfer, der abschöpft. Aber in dem Sinne macht es dann schon wieder Sinn. Ne? Hier oben wird abgeschöpft und dann vielleicht zu gewissen Zeiten dann mal als Gabe oder als Austausch gegen irgendwas anderes eingetauscht. Wer weiß, ich habe keine Ahnung, sind jetzt ganz wilde Spekulationen und Gerüchte, würde aber erklären, warum es Jahrhunderte Hand in Hand geht. Ne, das ist ein Gebiet, wo ein Plan von Mittelalter an über die Zweite Weltkriegszeit, wo die Nazis die Herrschaft drüber hatten, dann über die Besatzung der Russen, über die Besatzung unserer BRD GmbH hin jetzt wie ein eigenes Ding nach wie vor läuft. Ne? Das muss ja irgendeinen großen Sinn haben. Ne? Und die ganzen Leute, die da angeblich mit drin verstrickt sind, die sich über die ganze Welt erstrecken. Vielleicht ist ja schon was dran, dass das Gold da unterirdisch für irgendwas gebraucht wird. Tja, und jetzt kommt der letzte Hinweis diesbezüglich, was ich schon ein kleines bisschen als Beweis gelten lassen würde. Welchen Sinn hat Gold denn eigentlich? Wozu ist Gold eigentlich da? Wozu ist Gold eigentlich gut? Ja, ich meine, es kann ja nicht nur das Argument gelten, dass Gold ein guter elektrischer Leiter ist. Ja, wenn man Kupfer nimmt, hat man ein paar Promille oder ein paar Fliegenschüsse weniger Leitwert, aber das macht das Kraut nicht fett, ob man jetzt Kupfer oder Gold nimmt. Also kann das allein als Leiter so wertvoll nicht gehandelt werden, meiner Meinung nach. Wo Gold allerdings der Spitzenreiter schlechthin ist, das fällt einem auf, wenn man sich die elektrochemische Spannungsreihe der Elemente anschaut. Da ist Gold nämlich der Spitzenreiter. Ja, und als wir damals so gelernt haben, wie denn Batterien funktionieren und das erste Mal auf diese elektrochemische Spannungsreihe der Elemente geschaut haben, da sind uns reihenweise die Schuppen von den Augen gefallen, wollen wir mal so sagen. Also in dem Moment, also Action for Free und ich, also Libby und ich, wir haben damals gemeinsam das allererste Mal diese Tabelle vor unseren Augen gehabt und uns war damals schon klar, was für Batterie als nächstes kommt und welcher Akku dann wieder erfunden werden kann und was dann wieder erfunden werden kann, bis man endlich beim Gold-Lithium-Akku gelandet ist oder Gold-Magnesium, je nachdem, was man eben hat. Aber würde man theoretisch das Element nehmen, was die meiste Spannung hat und das Element nehmen, was die meiste negative Spannung hat, also die geringste Spannung sozusagen, und die zwei Elemente kombiniert, hat man eine super Batterie.
Energie. In meinen Augen zählt Gold momentan als die beste Batterie, die man so bauen kann. Und angenommen, es entspricht der Tatsache, dass das ganze Leben die letzte Zeit durch eine krasse Dunkelphase gehen musste. Dass wir praktisch abgestiegen sind von irgendwoher, ne, und irgendwann am Boden aufgeknallt sind und dann uns langsam wieder aufbauen mussten, dann könnte es ja schon so sein, dass gewisses Leben über der Erde existiert und gewisses Leben unter der Erde, in gewissen Höhlensystemen existiert. Ne, wir alle kennen die Geschichten von den Riesen, die damals hier auf Erden rumgewuselt sein sollen. Und wir alle kennen die Geschichte von Gullivers Reisen. Also das heißt, wie mit den Riesen dann umgegangen wurde, nachdem er so ein Riese gefunden wurde. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass, falls Riesen in Unterzahl gewesen sein sollen gegenüber dem restlichen Leben hier auf Erden, dass die sich in den Untergrund zurückgezogen haben. Und da unten leben und da unten auch Luft brauchen, da unten eine Atmosphäre brauchen. In einigen Verschwörungstheorien wurde gemunkelt, dass Gold angeblich von irgendwelchen Außerirdischen hier abgebaut wird, damit es dann zu ihrem Planeten geschafft wird und die auf ihrem Planeten mit ihrem Gold ihre Atmosphäre heilen. Also von daher ist vielleicht schon ein bisschen Wahrheit dran. In der Realität könnte ich mir ja so vorstellen, dass das Gold für Batterien benutzt wird, die dann unterirdisch für Belüftungssysteme sorgen. Das wäre eine ziemlich naheliegende Erklärung, ne, warum es dann auch Verträge geben könnte zwischen Herrschern hier auf der Erde, die dafür zuständig sind, das Gold abzubauen und dann eventuell zu gewissen abgemachten Zeitpunkten unter die Erde schaffen, damit es dort dann abgeholt werden kann und unter der Erde dann für die Atmosphäre unter der Erde gesorgt werden könnte. Ist eine Annahme, keine Ahnung. Müsste man halt noch ein paar praktische Beweise liefern können. Und so hier schaut sie momentan aus. Meine persönlich erste Goldzelle, Goldmagnesiumzelle. An Lithium habe ich mich nicht rangetraut, weil Lithium und Wasser, ist das so eine Sache. Dann lieber ein Magnesiumblech genommen als Anode und zwei winzig kleine Goldanoden, die mich 50 Euro gekostet haben. Jetzt wisst ihr mal, was ich hier mit den ganzen Einnahmen von dem YouTube-Zeugs mache. Ich hole mir Gold, aber nur um damit Batterien draus zu basteln. Ja, die zwei Plättchen ist jetzt alles, was ich habe. Und von diesen allerersten Kristallakkuversuchen von John Bedini wusste ich, dass in Verbindung mit Magnesium Seignettesalz gut funktioniert. Ach, sieh an, fällt mir jetzt erst auf. Tartrat. Klingt ja fast wie Tartaria. Also die Zellen folgendermaßen zusammengebastelt. Benutzt wurde Conductive Carbon Black von Working Ink. Das ist eigentlich nur Plastik, was ganz doll mit Aktivkohle aufgerieben wurde, dass es leitend wird sozusagen. Und mit diesem Plastik werden dann praktisch die Anoden umhüllt, werden mit Bügeleisen oder ich habe es mit einem Feuerzeug an der Seite, werden die dann verschweißt, ne, dass die dann wie so kleine Taschen sind, ne, wo dann die Anoden drin hocken. Dann kommt zwischen die Anoden aktivierte Aktivkohle, Vlies sozusagen. Gibt es auch auf der Internetseite von Robert Murray Smith zu kaufen, aus England. Wenn man es sich nicht selber machen will, ich wüsste es noch nicht, wie man es... Naja, doch, eigentlich nur Vlies mit... Müsste eigentlich nur normales Vlies sein, normale Viskose.
Und die halt komplett getränkt mit Aktivkohle, denke ich mal. Keine Ahnung, kriegen wir vielleicht noch raus, wenn wir nicht darauf angewiesen sein wollen, Robert Murray Smith da was zukommen zu lassen. Obwohl, ich habe es ihm gern gegeben, weil durch ihn habe ich echt viel gelernt hier dadurch. Das war sozusagen noch der Missing Link. Ne? Gold, Magnesium war schon klar, aber wie speichert man das dann richtig schön als Superkondensator sozusagen? Und da kam dann Robert Murray Smith mit seinen Experimenten ins Spiel und ist ja dann beim Hanfakku rausgekommen. Ne? Also wenn man es jetzt ganz genau nimmt, wäre Gold, Lithium, Hanfakku wahrscheinlich dann das Beste. Oder erstmal Gold, Hanf, Magnesium. Na, wir werden sehen. Jedenfalls die Zelle nach dem Zusammenbauen und nach Befüllen mit dieser Cygnetosides destillierten Wasserlösung hat sie schon auf Anhieb 1,5 Volt. Ne, langsam steigend. Ne, das Gold, das ist ja bei 1,5 Volt und das Magnesium bei minus 3 Volt. Inzwischen haben wir eine Spannungsdifferenz von theoretisch 4,5 Volt. Ne, ich habe die jetzt noch nicht geladen. Die Batterie, die ist jetzt schon 3 Tage alt. Ich muss dann dauernd wieder ein bisschen Wasser nachfüllen, weil tagsüber verdunstet das ja halt. Da ist noch keine Isolierschicht drauf. Ich weiß nicht, ob man da Öl oder sowas drauf macht oder das halt dann ne, richtig halt. Na, man kann es halt richtig bauen, ne, dass es nicht verfliegt. Das machen die normalen Batteriehersteller ja auch. Also irgendwie geht es dann schon. Ja, aber das hat mich schon mal gefreut. Gleich auf Anhieb 1,5 Volt. Ein kleiner Joule-Tief geht damit zumindest schon mal ganz passabel. Ne, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich den hier laufen lassen kann. Die Spannung bricht beim Betrieb auf 1,3 Volt zusammen. Also scheinen schon ein paar Milliampere dahinter zu sein. Und wie ihr seht, das steigt immer weiter. Das steigt immer weiter, je länger ich betreibe. Cool. Also diese Tests dazu, die werde ich jetzt erst anfangen. Geile Scheiße. Das steigt immer weiter während des Betriebes. Und werde da eventuell mal noch ein Video nachreichen. Das ist jetzt, da bin ich jetzt auch ganz aufgeregt. Da habe ich mich schon jahrelang drauf gefreut auf diese Tests. Die will ich jetzt richtig zelebrieren. Ja. Naja. Gucken wir mal. Ob Energie vielleicht weniger das Problem demnächst wird. Wir werden sehen. Krass, das steigt immer mehr mit dem Joule-Tief. Ist ja heftig. So, das als kleiner extra Bonus-Hinweis ganz am Ende vielleicht noch, was diese ganze Geschichte abrunden würde. Was jedenfalls einen Sinn da reinbringen würde. Naja, aber wie gesagt, das sind von mir alles ganz wilde Spekulationen. Und so ist das in meinem Hirn die letzten Jahre entstanden, die Geschichte. Ne, keine Angaben auf Gewähr oder wie das immer so heißt. Auf Richtigkeit. Prüft es alles selbst nach, wenn ihr Lust und Laune habt. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich meinen Schatz gefunden habe. Ja. Na dann. Gucken wir mal, ob was draus wird. Bis später.